Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Ihnen liegen heute die Zielvereinbarungen des Landes mit den Hochschulen für die Jahre 2021 bis 2025 zur Abstimmung vor. Diese Zielvereinbarungen haben das Land und die Hochschulen bereits Weihnachten unterzeichnet, nachdem wir ja über viele, viele Monate quasi einen Verhandlungsmarathon hinter uns hatten. Und dieser Verhandlungsmarathon war unter Pandemiebedingungen gar nicht so unkompliziert. Wir haben diese Vereinbarung aber zu einem guten Abschluss gebracht. Und ich möchte mich erstmal hier bedanken dafür, dass wir ein bisschen mehr Zeit bekommen haben, weil aufgrund der Pandemie wir diese Zeit auch brauchten und dass diese Zielvereinbarung ihre Zustimmung heute vorausgesetzt dann rückwirkend zum 01.01.2021 hoffentlich dann auch in Kraft treten können. Mit den Zielvereinbarungen geben wir als Land den Hochschulen einen Rahmen für ihre Entwicklungs- und Leistungsziele. Wir geben den Universitäten und Hochschulen quasi inhaltlich und finanziell Planungssicherheit für die nächsten 5 Jahre. Und dafür investiert das Land rund 2 Milliarden Euro. Zusätzlich werden wir voraussichtlich 125 Millionen Euro aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre investieren können. Und für die Großgeräteförderung stehen weitere 53,9 Millionen Euro zur Verfügung für die nächsten 5 Jahre. Wir setzen, wie gesagt, einen Rahmen für eine innovative und leistungsstarke Entwicklung an unseren Hochschulen. Und das ist gleichzeitig auch wichtig für die Entwicklung unseres gesamten Landes, denn die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen und die Universitäten sind natürlich Motoren für die Entwicklung, für die zukunftsfähige Entwicklung unseres Landes. Sie sind vor allen Dingen attraktive Ausbildungsstätten für junge Menschen. Sie sind wichtige Impulsgeber für die Forschung, Motor für Beschäftigung und bieten viele hochwertige Arbeitsplätze. Die Hochschulen bei uns sind das Herz des Wissenschaftsstandortes Mecklenburg-Vorpommern und sie sind unerlässlich für die Ausbildung von qualifizierten Fachkräften. Sie setzen regionale Schwerpunkte bei der gesellschaftlichen Entwicklung und müssen sich gleichzeitig in einem immer stärker werdenden nationalen und internationalen Wettbewerb behaupten. Mit den Zielvereinbarungen, die wir geschlossen haben, die Ihnen heute auch vorliegen, setzen wir dafür den Rahmen. Wir geben Ihnen dafür sozusagen nicht nur die finanzielle, sondern insgesamt die Möglichkeiten, die Sie brauchen, um all diese wichtigen Aufgaben auch erfüllen zu können in den nächsten 5 Jahren. Und lassen Sie mich jetzt kurz skizzieren, welche zentralen Schwerpunkte wir bei diesen Verhandlungen für die nächste Zielvereinbarungsperiode auch gesetzt haben, gemeinsam mit den Hochschulen. Ich fange an bei der Akademisierung der Gesundheitsberufe. Sie alle wissen, es gab durch die Bundesgesetzgebung das Gesetz, dass Pflegeberufe akademisiert werden. Wir haben das natürlich bei uns an den Hochschulen auch nachvollzogen mit den Studiengängen Hebammenwissenschaft und Intensivpflege in Rostock, dem Bachelorstudiengang Pflegewissenschaften in Greifswald und einem Bachelorstudiengang Pflege in Neubrandenburg. Und erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang auch, dass wir an der Uni Greifswald einen neuen Masterstudiengang für die Psychotherapie einrichten. Der zweite Schwerpunkt, inhaltliche Schwerpunkt, ist der Schwerpunkt Lehrerausbildung. Dazu werde ich nicht so viel ausführen, da haben wir heute ja schon drüber gesprochen und das kommt ja auch nochmal als Thema diese Woche. Insofern nur so viel, das ist der zweite mindestens gleichberechtigte Schwerpunkt inhaltlich. Wir werden massiv investieren in die Lehrerausbildung an den Universitäten und Hochschulen. Wir haben, das habe ich erwähnt, in Greifswald das Grundschullehramt neu eingeführt. Wir haben an der Uni Rostock die Studienplätze für das Grundschullehramt aufgestockt.
Wir haben außerdem auch bei der beruflichen, also bei dem Lehramt für berufliche Schule, aufgestockt um 40 zusätzliche Studienplätze. Wir haben natürlich auch dort bessere Kapazitäten reingegeben. Vielleicht so viel zu dem wichtigen Schwerpunkt Lehrerausbildung. Den dritten Schwerpunkt, den ich nennen möchte, und den nenne ich ganz bewusst mindestens an dritter Stelle, weil der auch dem Hohen Hause sehr wichtig ist, nämlich das ambitionierte Konzept für eine standortübergreifende Ingenieursausbildung in den Bereichen Bauen, Landwirtschaft und Umwelt in Rostock, in Neubrandenburg und in Wismar. Hier haben sich ja vor allen Dingen auch die Koalitionsfraktionen sehr stark für eingesetzt. Das wird in den nächsten 5 Jahren auch umgesetzt. Der vierte Schwerpunkt, den ich nennen möchte, auch ein sehr wichtiger, gerade in der Pandemiezeit sehr deutlich geworden, wie wichtig das ist die Digitalisierung. Wir werden 40 Millionen investieren können aus dem MV-Schutzfonds, den das Land aufgelegt hat. Die Corona-Pandemie, wie gesagt, hat gezeigt, dass auch an den Hochschulen natürlich der Ausbau der digitalen Lehre zentral ist, um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Es ist aber auch wichtig, dass wir die Verwaltung weiterhin digitalisieren an den Hochschulen. Da gibt es Nachholbedarf, da gibt es einen großen Bedarf. Das ist in den Verhandlungen mit den Hochschulen sehr deutlich geworden. Das ist für die Hochschulen ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Wie gesagt, dafür haben wir zusätzlich 40 Millionen, die wir zur Verfügung stellen möchten. Den nächsten Punkt, den ich nenne, ist die Internationalisierung. Ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, der internationale Wettbewerb unter den Hochschulen wächst an. Auch wir als Hochschulstandort sollten internationaler werden. Wir wollen das stärken gemeinsam. Das ist auch absolut das Ziel der Hochschulen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir weitere internationale Studiengänge mit einem Doppelabschluss eingerichtet bekommen und dadurch auch ein attraktiveres Studienangebot haben, auch für ausländische Studierende. Wir wollen Professuren und Stellen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international ausschreiben und außerdem wollen sich die Hochschulen auch stärker in einem europäischen Hochschulnetzwerk beteiligen und dort noch aktiver sich einbringen. Den letzten Punkt, obwohl es bei weitem nicht der letzte Punkt ist, den wir haben in den Zielvereinbarungen, ich möchte ihn aber trotzdem unbedingt nennen, ist und bleibt die Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Wir haben das bestehende Kaskadenmodell, wollen wir weiterentwickeln. Es dient zur Festlegung von Gleichstellungsquoten an den Hochschulen. Wir legen künftig nicht nur den Fokus allein auf den Frauenanteil bei der Besetzung von Professuren, sondern schauen auch genau auf den Frauenanteil bei der Besetzung von wissenschaftlichen Qualifikationsstellen. Und wir honorieren weiterhin, das haben wir bei den Professuren für Frauen schon auch in der Vergangenheit getan. Wir werden das auch weiterführen, auch im Bereich der wissenschaftlichen Qualifikationsstellen. Wir honorieren Gleichstellungserfolge. Dafür stehen bis zu 1 Million Euro zur Verfügung. Und last but not least möchte ich auch im Bereich der Gleichstellung erwähnen, dass wir an der Universität Greifswald erstmals eine Genderprofessur, also eine Professur zur Genderforschung einrichten werden. Und kommen damit, möchte ich sagen, im 21. Jahrhundert der Forschung an. Damit können wir uns durchaus schmücken im Forschungsbereich. Und ich halte das für eine sehr wichtige und notwendige Stärkung. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch ein paar Worte zur Forschung sagen, weil wir uns auch im Forschungsbereich natürlich Schwerpunkte und Profilierungsziele beraten haben. Da möchte ich für die Universität Greifswald die Moorforschung nennen, die verstetigt werden soll. Das sind jetzt nur wirklich kleine Highlights auf die unterschiedlichen Bereiche. In Rostock möchte ich den Ocean Technology Campus nennen, den wir weiter vorantreiben, der wirklich uns ein Alleinstellungsmerkmal geben wird, auch im Forschungsbereich, in der maritimen Forschung, in der Clusterbildung, in der Zusammenarbeit zwischen universitärer Forschung und außeruniversitärer Forschung, in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, mit Start-ups. Das ist wirklich ein großartiges Projekt, das werden wir weiter fördern.
Wir werden in Rostock außerdem das Zentrum für Regional- und Kulturgeschichte einrichten. Vielleicht noch ein Wort zu der Professur an der HMT, an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Dort wird eine Professur für Filmschauspiel eingerichtet oder verstetigt. Und wir werden auch die Hochschulverwaltung dort weiter stärken. Die Kooperation zwischen der Hochschule Neubrandenburg und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege im Bereich der Gartendenkmalpflege wollen wir verstetigen. An der Hochschule Stralsund wird die Profilierung des Schwerpunktes Tourismus und Internationalisierung vorangetrieben. Und zu Wismar, an der Hochschule Wismar wollen wir oder die Hochschule will ihre europäische Ausrichtung verstärken und die Kontakte nach Osteuropa, insbesondere nach Russland, intensivieren. Vielleicht so viel zu den Schwerpunkten. Man könnte jetzt noch 20 Minuten referieren, das tue ich nicht. Sie haben alle die Zielvereinbarungen gesehen und gelesen. Ich glaube, dass wir damit einen hervorragenden Rahmen setzen für die nächsten 5 Jahre, für die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Mecklenburg-Vorpommern. Und bitte Sie herzlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.